Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge White Day. Wir sind immer noch dabei, die Uhrzeiten einzustellen für die verschiedenen Zeitzonen. Uns fehlt noch, ich glaube, Washington DC und Beijing. Ja, und draußen ist immer noch der Sportlehrer oder was auch immer das sein soll. Leute, da ist ja auch noch eine Uhr. Das müsste denn Beijing sein, ne? Oder? Hinter uns ist der Erdkunderaum, da ist auch noch ein Ding. Und dann bei der Okkultismus AG, da ist auf jeden Fall das Bild von Washington, das weiß ich noch. So, was haben wir denn hier schön? Was bist du denn? Du bist Beijing, oder? In Peking. Stellen wir trotzdem mal auf 7 ein, oder? Achso, und das ist ja hier Greenwich, das muss ja halt so sein. Okay, Greenwich ist um 11. Beziehungsweise 23 Uhr. Zwei Uhr, das stimmt. Computerraum. 7 Uhr morgens, das stimmt. Ja, dann fehlt ja nur noch Moskau, ne? Der Typ jetzt sind nach Hause gegangen, Leute. Hier da oben habe ich ihn, glaube ich, gerade gesehen. Über uns. Ah, ne, war doch nicht. Muss ich das hier nochmal anmachen? Ich hatte das doch schon an mit den. Das ist ja da unten gestartet. Habt ihr das doch schon mit den Lichtern gemacht oder hat er die wieder ausgemacht, der Sack? Was ist die Dame nicht da?
Also wenn man sie überhaupt Dame nennen kann, ne, aber. Das ist die reale Zeit, ne? 4:05 Uhr. So früh ist das schon in dem Spiel, wenn ich schon so lange hier in der Nacht in der Schule verbracht. Ach, das ist ganz unten. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, das wäre hier oben. Upsi. Der ist jetzt genau da, wo ich hin will, oder? Kann das sein? Der Sack. Ob ich es schaffe, ohne dass er mich entdeckt, aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Schauen, wir probieren es. Soll schon schief gehen, ne? Ja, was soll hier schon schief gehen? Attention. Ja, jetzt. Ne? Ich kann nur die Sprache nicht. Was soll ich denn jetzt anmachen? Das hier? Ah, ne, ich kann nur das anmachen. Oh. Oh, eine Überspannung erzeugt. Ich habe gehört, wie etwas runtergefallen ist. Glaube, ich warte, bis der weggeht, ey. Hier am besten nach oben Keule. Ich brauche auch einen Baseballschläger. Ich will zurückhauen. Jetzt oben? Zum Teufel bist du.
dahin bist du erst. Geh mal weiter. Soll ich erst den Schlüssel nehmen oder erst die Zeit einstellen? Schlüssel zum Dach des Neubaus. Und dann können wir zum Pool, ne? So, Washington ist minus 3, also 20 Uhr. Oh, den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. War im selben Raum, guck mal ihn an. Geisterglocke. L-Stange. Eine L-förmige Stange. Geisterglocke. Eine Glocke, die einen klaren Ton erklingen lässt. Okay. Ich habe doch keine Ahnung von den Geistern hier. So, wir speichern mal. Nein, jetzt die Geräusche. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Deckentante passiert? Ist die jetzt nun weg oder nicht? Wo ist denn der jetzt? Schwimmbecken. Achso, ich bin schon dran vorbei. Okay. Hätte ich auch hier oben speichern können, wa? Komm hier aber nicht rein. Warum komme ich hier nicht rein? Oh, ich muss von der anderen Seite oder was? Der fies. Nichts machen. Irgendwie eine Stecknadel reinmachen oder sowas. Allgemein, hat er mich extra jetzt hier hochgehetzt, nur damit ich hier nichts machen kann? Aber sehr fies. Na gut, wir müssen einmal komplett rum.
Müssen noch einmal komplett rum. So nämlich. Ab nach oben mit uns. Noch eine Treppe. Und jetzt können wir hier rein, oder? Yes, sehr gut. Ach du Scheiße, der ist ja riesig. Der ist ja wirklich riesig. Was sollen wir das jetzt sagen? Funktioniert denn das jetzt? Das sieht schon nice aus, die Meerjungfrau da. Die hat ja richtig eine Flosse und sowas. What the heck? Nee, ist ein Labyrinth, oder? Alter. Achso. Aua. Wollen wir das irgendwie sehen? Nee. Oh. Help! Help me! Lass mal sehen, was da passiert. Ein Vampir oder was? Eine Meerjungfrau. Eine Vampirfrau. Meerfrau, Vampir, Jung.
Okay, wie genau funktioniert das? Wenn schnell genug ist, dann macht die keinen Schaden. Das war schon mal gut. Okay, wie so ein Labyrinth, oder? Die mich jetzt rausgekickt. Und war mir schon klar, dass es nicht da so gleich so rüber geht. Hier? Geschafft! Okay. So, dann lassen wir mal Wasser aus, ne? Weg mit dir! Tschüss! Oh! Die hat das nächste Siegel. Kleiner Schlüssel blau. Es war eher zufällig, dass ich den gefunden habe. Wenn noch mehr Licht? Komm, wir gucken mal. Würde natürlich interessieren, ob ich jetzt darüber kann oder nicht. Wir haben jetzt Rot, Gelb und Blau. Hallo Celine. Na du? Wie geht's deiner Hand? Hier haben wir den gefunden. Ne? So. Immer diese dunklen Spiele sieht man ja ganz, ganz viel, sieht man da ja. Aber es ist halt ein Horrorspiel, ne? Muss halt dunkel sein. Wo soll ich denn jetzt hin? Dahin. Laufe ich zurück? Ja, ich laufe zurück, ne? Das glaube ich schneller. Oder geht es jetzt gerade selber schon da runter? Du siehst doch genug, oder nicht? Willst du mir sagen, du siehst nicht genug? Nur gerade ein bisschen schummrig, so wie es aussieht. So wie es aussieht. Gerade ein bisschen schummrig. Schon wieder Albert. Ja,
Egal wie oft man das macht, da passiert nichts. So, ich muss da runter, wo der gerade hingeht, der Pisser. Nö, zieht immer so viel Akku. Muss immer die Helligkeit so hoch. Aber ja, wenn nicht, steppst du doch an. Oder machst du sowas nicht während des Betriebs? Den Akku laden. Es geht um eine Schule. Nicht, wenn ich muss, aber jetzt musst du ja. Geht um eine Schule und hier sind ganz, ganz viele Selbstmorde und ganz, ganz viele Geister. Also im Prinzip geht es eigentlich um Geister. Es ist ein Hausmeister und ein Sportlehrer. Ich nehme mal an, das ist ein Sportlehrer, der da hinten rumpfeift. Die sind da, um uns zu fangen und uns zu verprügeln. Deswegen haben die zum Beispiel diesen Baseballschläger. Geh rein da. Der Trainer da, der pfeift die ganze Zeit und der Hausmeister, da hört man immer seinen Schlüssel klappern, seinen Schlüsselbund, wenn der läuft. Der pfeift nicht. Ja, die verprügeln sie immer mit dem Baseballschläger. Tatsächlich. Wandert. You! What do you think you're doing there? Nobody ever escapes this school. Die! What? Why? Let me through! I must get in! I'm begging! My daughter's in there! Let go of me! No! You killed my daughter! Ja, bitte mach die beide tot jetzt so. You're just like them. Wieso ich? Tell me why my daughter had to die. It's your turn. Suffer like my child. What the fuck? Run, Bitch! Zum Überleben musst du den Alarm aktivieren. Versuche dich an den Schalter zu erinnern, den du ganz oben gesehen hast. Okay. Boah, klappt ja nie. Ja, mein Vollalter, ey. Das ist ein geiler Hausmeister. Nee, die Frau nicht. Aber die beiden Typen waren es. Ist sie schneller als ich? Ich glaube, die ist schneller als ich. Macht nichts. Wir haben nur was zum Heilen dabei. Ich wollte immer eins haben, hab nie eins bekommen. Aber du kannst dir doch jetzt eins kaufen. Verdient sie nicht genug Kohle dafür? Er muss schon umstöpseln. What the fuck?
Ist das jetzt passiert, weil die zu nah dran war, oder? Probier's nochmal. Warte mal, nee, raus kann ich nicht. Rechts. Das Problem ist nämlich, da der... Achso, ich muss das wahrscheinlich vorher machen. Ja, ich muss das vorher machen. Weil er drückt ja den Schalter nur nach oben, aber die Sicherung ist noch nicht drin. Stupid! Hier müssen wir erstmal umstöpseln. Ja, okay. Schon mal vorbereiten. Okay. Guck mal, da ist die Tür jetzt noch offen, ne? Sonst hätte ich nämlich gesagt, ja okay, weißt du, dann gehe ich halt hier so runter ins Waschbecken und dann kommt sie da vielleicht nicht hinterher, bis sie dann so Line of Sight verloren hat, weißt du? Ich muss kurz langsam laufen, nicht dass meine Ausdauer dann weg ist, weil das Event startet. Aber ich hoffe, die killt jetzt da die beiden, ey. Die gehen ja nämlich richtig auf den Sack. Der Hausmeister und der Sportlehrer, die sind so nervig, ey. Können sich ja nicht in Ruhe umgucken und so, willst du? Die kommen immer nur hinterher gekleckert und nervt einfach nur. Ich hoffe, damit tötet sie beide. Dann sind wir sie wenigstens los. Zumindest scheint auch keiner mehr da zu sein, ne? Okay, Leute, auf ein neues. Ich lasse das nochmal abspielen. Wieso denn nicht? Let's go, baby! Jetzt haben wir die richtige Sicherung drin. Jetzt sollte das auch funktionieren. Du musst gar nicht lachen. Die Sache ist vorbei.
soll jetzt ausweichen, ne? Hat sie mir gerade echt geholfen? Hat sie den Strom unten auch noch angemacht? My child, I will always protect you. Hey, are you all right? Are you injured? Nö. Wäre fast getötet worden. Ja, alles in Ordnung. I'm glad you're okay. Why the heck was she trying to kill you? Nach dem Tod ihrer Tochter ist sie wohl verrückt geworden. Her dead daughter, you mean? We don't have time for this. I just heard Ji-hyun screaming in the lecture hall. I have a bad feeling. I think So-young is going to do something desperate. You get to the lecture hall, and I'll meet you there. Komm doch gleich mit. Komm doch gleich mit. Excuse me. Kann ich das Messer jetzt mitnehmen? Nee, ne? Wird ja mal lauter, was ist denn los hier? Hallo, Nachtruhe. Na, sag mal. Da jetzt irgendwas machen sollen oder was? Ruhe vor dem Sturm. Erreiche den Hörsaal. Achievement. 12:04 Uhr. Hä? Immer dieselbe Uhrzeit oder was? Shit. Ein Volleyballfeld. Und Basketball haben die auch. Wie kommst du eigentlich auf solche Spiele? Hab das noch nie gesehen. Ey, war bei Steam Horror gucken. Kannst du auch nach Spielekategorien suchen. Ich hab so viele Horrorspiele. Warst du immer Team Basketball oder Team Volleyball? Um ganz ehrlich zu sein, ich mag Volleyball lieber. Fußball oder Volleyball? Fußball. Obwohl, naja. Ist eigentlich fast gleich. Das ist vielleicht 51% Fußball sein und 49% Volleyball. Volleyball oder Basketball? 98% Volleyball, 2% Basketball.
Ich mache sowas nie, weil ich nie so viel Zeit habe. Ja, du bist ja auch nur am Zeichnen, Püppchen. Du machst da den ganzen Tag nichts anderes außer zeichnen. Warte mal, da will ich noch nicht hin. Ich will mich erstmal umgucken. Guck mich erstmal so weit um, wie ich kann. Ich fand Volleyball immer spaßig, aber war immer besser im Basketball. Echt so wenig? Ja, Basketball ist überhaupt nicht meins. Mir null Spaß. Arbeiten, Haushalt oder halt eben Sport. Und zeichnen. Ganz viel zeichnen. Hinweis zur Nutzung des Hörsaals. Achtung! Die Beleuchtung im Hörsaal kann über dem Vorführraum eingestellt werden. Bitte achten Sie darauf, dass bei einer fehlerhaften Verwendung der Schalter im Bedienraum die Haupttür verriegelt werden kann. Wir bitten alle, die den Hörsaal nutzen, sich über diesen Umstand im Klaren zu sein und vorsichtig walten zu lassen. Vorsicht walten zu lassen. Ja, okay, also einsperren möchte ich mich hier eigentlich nicht, ne? Aber ich spiele halt so ein bisschen was von Phasmova, so atmosphäremäßig. Was brauchen wir hier jetzt? Feuer oder so etwa. Und dann kommen wir wieder zurück ins Haupthaus, glaube ich. Ganze Zeit schon am Regen in ihrem Spiel. Schon wieder Urlaub? Mir habe ich das Gefühl, du hast Dauerurlaub. Faustball ist besser als Volleyball noch. Komme auch gerade vom Sport, werde meine Beine so was von merken morgen. Ah, hast du mir übertrieben oder was? Hast du übertrieben? Nichts einsammeln, gar nichts. Habe ich mir verdient. Nee, nur gut aufgeteilt. Hast du bis Anfang Juli und dann nun diese Woche. Und dann halt Weihnachten. Wieder ein Trainer. Vier Uhr 35 steht hier, nicht 12:04. Aber der hat auch bald Urlaub, dann haben wir hoffentlich einen guten Ersatz. Heißt Schule aus Feierabend. Über was schreibst du eigentlich gerade? Ich verstehe dich nicht. Resultat der Brandschutzinspektion. Inspektionsort Hörsaal der Joidu High School. Inspektionsdatum war der 10.03.2001. Platzierung der Feuerlöscher, drei Exemplare insgesamt, Feuerlöschertyp, bla bla bla. Aber jetzt muss man natürlich auch noch. Aber ich wusste mal, was das noch war. Typ C war, glaube ich, Chemikalien, aber was war nochmal A und B? So, Feuerlöschertyp A an der Rückwand des Hörsaals, Feuerlöschertyp B, Umkleide der Jungen, Erdgeschoss. Feuerlöschertyp C, Umkleide der Mädchen, Erdgeschoss. Inspektion der Sprinkleranlage, einige Rohre tropfen. Das Sprinklerrohr im Aufenthaltsraum tropft und wird repariert. Der Ventilgriff für die Sprinkleranlage wird bis zum Abschluss der Reparaturen im Lagerraum aufbewahrt. Ventilgriff.
Lager. Es werde Licht. Wen haben wir denn da? Das müsste, glaube ich, die sein mit der Brille, ne? Was macht die denn da? Mein Trainer hat auch bald Urlaub. Es war da 16:30 Uhr, ist die letzte Stunde aus, also hast du nur einen Schulschluss. Ne, wir sind ja nachts. Nacht. Nicht Nachmittag. Das ist morgens um 4:37 Uhr, 38 Uhr, morgens, ne? Also bevor die Sonne aufgeht. Also vergessen, Sprachen lernen mache ich auch einen halben Tag und bald geht's mit einem Tanzkurs. Wird sicher gut. Da, gucke. Dunkel. Tanzkurs, was willst du denn noch alles machen, sag mal? Und dann beschwerst du dich immer, dass du zu wenig Zeit hast, um Stream zu gucken. Oh, ich habe ja so wenig Zeit. So selber schuld, wenn du so wenig Zeit hast. Wenn du tausend andere Sachen machst. Schulmünze. Na, immerhin hast du Hobbys. Die meisten Frauen haben keine Hobbys. Außer Party machen am Wochenende, aber das ist ja kein Hobby. Wir reden hier natürlich von richtigen Hobbys, ne? Warum ist hier ein Spiegel? Warum ist hier ein Spiegel? Bin nicht sicher. Da liegt was. Wie Musik machen? Ach, du hast schon Hobbys aufgegeben. Ich kenne auch Leute, dessen Hobby ist Fernsehen. Nonstop. Ja, ist das wirklich ein Hobby? Ich weiß ja nicht. Wie viel Kohle habe ich? Habe ich noch 3 Stück? Eine müsste ich, glaube ich, noch haben. Ist nicht so schlimm, dann haben wir keine mehr. Bedienraum des Hörsaals. Umkleide der Jungen, Duschraum der Jungen, Umkleide der Mädchen, Duschraum der Mädchen. Aufenthaltsraum für die Bühne. Okay, da drüben haben wir noch den Lagerraum. Und da oben sind auch noch 2 Lagerräume. Okay.
das denn jetzt? Sprecher mal. Hab ich noch genug Filzstifte dabei? Kannst du es ja auch mal probieren, Celine? Die Maschine gerät außer Kontrolle. Das sieht gefährlich aus. Warnung, Achtung! Zugang nur für autorisiertes Personal. Aufgrund des hohen Gasdrucks besteht Explosionsgefahr. Aber da gewinne ich ja nichts. Nicht mal Kekse. Vielleicht gibt dir Chessy ja ein paar Kekse. Ich glaube, dass eben eine verschlossene Tür geöffnet wurde. Das kann sein, ja. Oh oh. Nix da, hier wird überhaupt nichts verhandelt. Hä? Was geht denn jetzt hier? Hier wieder neue spirituelle Kraft bekommen oder was? 15 Minuten. Was soll ich denn jetzt hier machen? Lagerraum? So, Feuerlöscher. Geh auf, Junge. Ein frischer Feuerlöscher zum Löschen von Bränden. Er ist für den Einsatz bei regulären Bränden geeignet. Aha. Schön. Wie soll ich den jetzt benutzen? Halt mal den Mund. Ja. Okay. Wenn ich dir denn jetzt... Wie verwende ich denn jetzt den Feuerlöscher, Leute? Richtig nah rangehen, ey. Oh, Sojamilch. Sehr gut. Die Mucke, Alter. Thank you.
Mit sowas muss ich mich hier rumprobieren, weißt du? So muss ich jetzt hier ran, oder was? Sieht nicht dann noch aus. Muss ich wieder zurück? Ah. Weiß nicht, ob ich jetzt da oben in den Lagerraum muss. Ne, ist blaues Feuer. Kommt davon, wenn man sich auf Behandlungen mit verbitterten Muttis einlässt. Ich noch ein Feuerlöscher nehmen, ne? Was passiert denn jetzt schon wieder? Weich doch aus, Junge! Da war gerade die Tür rechts offen. Löschen. Die Mucke, ey. Hallo, lass mich mal laufen, bitte. Danke. So, Typ C. Typ C war doch für das blaue Feuer. Zum blauen Feuer. Wo ist eigentlich dieser Geist hin? Ist der jetzt weg oder was? Und das löscht jetzt alle Feuer oder was? Nee, ach so. Ventil. Ventilgriff. Für die Steuerung einer Maschine. Er sieht aus, als könne er irgendwo eingesetzt werden. Ja, irgendwo ist gut, ja. Aufenthaltsraum ganz hinten bei der Bühne, okay. Da war noch gar nicht, war bei der Bühne. Was ist denn eigentlich mit dem Mädel? Treppe nicht gehen würde. Obwohl die Treppe geht nicht. What the fuck? Achso. So wird das nichts mit der Oper. Nee. Aber immerhin hat es jetzt wieder aufgehört, glaube ich. Ich hoffe, dass das keine Säure ist. Aber die Mucke kommt ständig, ne? So, was mit dir, Hübchen? Lässt du uns jetzt endlich in Ruhe? Ja, ich glaube, die lässt uns jetzt in Ruhe, ne? Da haben wir das letzte Medaillon oder was auch immer das nochmal sein soll. Das ist ja fantastisch. Ach, guck mal, du lebst ja auch noch. What happened? Did you save my life? Natürlich. Wie immer. Jetzt ist alles vorbei. Ist alles okay? Bist du verletzt? Yeah,
Gott sei Dank. I don't think that I can walk right now. My ankles hurt. I'll wait right here. Can you go and find Songa? I'm scared for her. Alleine bist du nicht sicher. I'm really well, I think I'm all right. Wir sehen uns mal den Knöchel an. Was ist das? It hurts. Really, I'm all right. Come on, let's go wait outside. I'm sure that they'll join us soon. This place, I'm so sick of it. Gespielt. Through the sky, sunshine reminds me of you. Man wird gerade für einen Kick. Was wäre denn jetzt passiert, hätte ich jetzt oder die andere angeklickt? Ich spiele trotzdem vorbei oder was? Na klar, ich hab doch gespeichert. Nun wieder. Die Szene kenne ich gar nicht. Die Szene kenne ich. Die war am Anfang. Jetzt verprügelt er den und dann zieht er den wieder weg. ganz wenigen Geistern geholfen. So gar kein, oder? Wir haben so viele Schlüssel und so viele Sachen gesammelt, aber wir konnten nie wieder zurück. Gibt hier sowas wie New Game Plus, wo man die Sachen behalten kann? Und dann beim zweiten Mal durchspielen? Okay, auch gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. Ich
Ja, ich habe schon gelesen, das Spiel hat 10 Endings. Also wahrscheinlich je nachdem, wie du dich entscheidest, passieren halt andere Sachen. Oh ja, was denn? 10 Endings hat das Ding. Ich kann mir ja nicht vorstellen, aber okay. Ja, stimmt, die hatte doch stehen lassen. Result, Spielergebnis. Altair, leicht. Ja, weil sonst hätte ich das nie durchgespielt. Die gesamte Spielzeit? Boah, 7 Stunden. Okay. Ja, kommt hin, würde ich sagen. Dankeschön, Basti. Dankeschön. Können wir mal ganz kurz gucken hier. Geistersammlung, Frau im Schrank. Dann der blutdurstige Baum. Das Baby. Das Mädchen vor dem Fenster. Der Geist aus der Bibliothek. Also unten sind die Sachen, die wir bisher immer schon gefunden und gelesen haben. Guckender Kopf. Die erhängte Frau, davon haben wir schon gelesen. Der Schatten im Wasser haben wir schon gelesen. Also unten ist immer der Text, wenn wir die Geistergeschichten schon gelesen haben. Und das Bild ist, falls wir den Geist schon mal gesehen haben. Entensammlung. Alter Ehe und je. Fortschritt der Entensammlung 7%. Wir haben keine alte Figur gefunden oder gesehen. Bonuskleidung haben wir bisher auch noch nicht. Oh, guck mal, Alter Ehe haben wir schon fertig. Jetzt müssen wir da Dante Leon machen. Aber wer weiß, wie das geht. Ja, Leute, das war's soweit mit The White Day. Ich werde jetzt nochmal den Spielstand laden und mich das für das andere entscheiden. Falls da was anderes passieren sollte, seht ihr das gleich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Projekt. Tschüss. So, liebe Leute, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob jetzt was anderes kommt oder nicht. Suche nach Sung A. Mal schauen. Guck mal, geht weiter, Leute. Ich bringe jetzt die Feuermarke. Eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Feuer versehen ist. Ein Glücksbringer. What? I thought you were going to find Song'a. Ja. I'll wait for you here. Go on. Okay, gut. Geht weiter, Leute. Holy moly. Geht einfach mal frech weiter. Wo müssen wir denn da lang? Hier. Das ist ja frisch. Das ist ja richtig frisch. Aber sie? Ebenholz, Doppelmoral, Achievement bekommen.
E-Boni. Das ist jetzt einfach nur ein He-Min. Anderes Ende, oder was? Hey, He-Min! He-Min, wake up! He-Min. What you looking for? It's fine. It's all over. But I think that Ji-hyun is hurt. Let's go outside and try to call for help. Come on. What's wrong? Aren't you coming? Okay, ist einfach nur ein anderes Ende, alles klar. Wer ist sie denn? Ich bin He-Man, ne? Der Blick. E-Boni leicht. 5,53. Der Rekorde war 6,59. Jo! Ja. Okay, haben wir immer noch ein anderes Ende gesehen. Alles klar, Leute. Das war's mit White Day. Interessantes Spiel, kann man auf jeden Fall mehrmals durchspielen, ist wie so ein Resident Evil, ne? Gibt immer mehr zu entdecken und ich nehme mal an, auf den höheren Schwierigkeitsgraden geht es dann noch weiter in die andere. Vielleicht kommt da noch ein anderes Gebäude oder man kann wieder zurück oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber schon irgendwie klappen, ne? Na gut, das war es soweit mit diesem Projekt. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Tschüss!